Hallöchen und willkommen zurück zu Insight. Folge Nummer, keine Ahnung, hab den Überblick verloren. Ich spiele alles hier in einem Rutsch. Und wie versprochen in der letzten Folge drücke ich das Knöpfchen. Jetzt können wir dieses nette Teil steuern. Ich weiß bloß nicht wohin und wie weit. Ich denke mal nach da unten. Nur, wie kann ich mich denn wieder drehen? Gar nicht. Okay. Dann gehe ich mal hier oben rüber und springe so rüber und benutze dann einfach die Leiter nach unten. Ich dachte, ich kann jetzt sehen, was in diesem komischen Teil da ist. Außer Wasser. Wo sie von alle sich an eine Scheibe gedrückt haben. Ich springe mal rein. Oh, oh. Da ist was. Es strömt nach oben. Ich öffne mal die Klammern und guck mal, was passiert. So, das Ding ist offen. Oh oh. Ich gehe mal beiseite. Kann ich eigentlich hier oben noch irgendwas machen? Ich könnte ja hier oben noch hoch. Ich werde das Ding mal ausschalten. Ich glaube, unten am Deckel, da konnte ich auch noch was machen. Dass ich mal hier den Pfropfen ziehe. Ah, gucke mal. Ich gucke. Okay, wie bleibt denn der offen? Wie können wir den denn offen lassen? So, weiter geht's nicht. So schnell komme ich da oben nicht hoch. So, hier kann ich aber nichts weiter machen. Gucke mal, was passiert, wenn ich den Strom wieder anmache. Ach, gucke mal. Es beginnt langsam sich zu drehen. Und ich glaube, in der Zeit schaffe ich es, an dem Ding zu ziehen, um mich dann da durchschießen zu lassen. Warte mal, bis es auf Touren ist und lasse jetzt los. Ah, gucke mal. Ich bin nackt. Ich bin nackt. Look at me, I'm naked. Und mir fehlen bloß noch diese langen Haare. Und dann bin ich auch diese komische Wassergestalt. Und was ist das für eine Bobble hier? Das hier züchtet alles? Git. Sieht aus wie so eine Figur aus The Forest. Die wir da in den Höhlen getroffen haben. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich will so viel spielen in letzter Zeit. So, was mache ich jetzt hier in der Kugel? Ich gucke mich mal um. Ansonsten schwimme ich noch ein wenig nackt vor dem Fenster da umher. Oder ich ziehe mal hier irgendwo dran, ne? Hier ist ein Arm. Guck mal, kann ich die Dinger hier einfach abziehen? Ja. Die leuchten so verdächtig schon. Dann lassen wir mal diese komische Klumpenkugel frei. Halten die mich fester? Ich will euch doch befreien. So. Na. Ach, guck mal. Jetzt kann ich diesen riesen Klumpen hier steuern. Ich glaube, dann will ich mal mit Ach und Krach mal gegen eine Scheibe scheppern. Da kann ich nichts mitmachen. Ih, ist das hässlich. Oder kann ich hier die Dinger da rausziehen? Ja, na klar. Aha. Bleibt doch stehen, Leute, bleibt doch stehen. Ist ja geil. Wir sind ein Blob. Jetzt machen wir alles kaputt hier. Na guck mal. Können wir den da freilassen? Nee, leider nicht. Nein, 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 nein. Scheiße. Ah, wir sind stark.
Hammer, geiles Spiel. Jetzt rächen wir uns. Das ist irgend so ein Versuchslabor hier. Guck mal. Euch nehme ich mit. Kommt rein. Ne? Nicht? Na gut, dann folgt er mir so einfach. Das ist irgend so ein Versuchslabor, die irgendwelche Experimente machen an Menschen wahrscheinlich. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ach, guck mal. Mit dem Kopf durch die Wand. Na gut. Ohne Stolpern, wenn es geht. So. Okay, dann ab durch die Mitte. Nicht stolpern, nicht stolpern, nicht stolpern. Na gut, dann lasse ich mich einfach nach oben schieben. Ein bisschen schwer. Guck mal, ich bin eine neue Attraktion. Na, Leute? Gut, da komme ich nicht hoch. Die da hinten stehen und glotzen. Ich gucke mal, ob ich hier links irgendwo noch lang komme. Bevor ich wieder stolper, ja. Ne, da komme ich auch nicht weiter. Ah, guck mal hier. Nehme ich das mal mit. Und benutze das als Kletterhilfe, wie immer. So, und die anderen gucken nur blöde. Schiebt. Das ist eine Figur, ey. Schiebt das da mal richtig ran. So, dann kann ich da hochwabbeln und da oben durchklettern. Hallöchen! Mit dem Kopf durch die Wand. Na, Kumpel? Plitschplatsch. Da ist ein Matsch. Okay, hier komme ich nicht durch. So, dann wollen wir mal gucken. Ins Wasser geht's. Da oben hoch? Nee, oder? Ach, guck mal hier. Was ich nicht alles mitnehmen kann. Warte mal, muss ich daraus einen Rambock bauen? Ich kipp das mal um. So, nehme den mal so. Du sollst da nicht hochklettern, du sollst den nehmen. Dass ich das wie so eine Ramme und dann durch die Tür durch. Aber der nimmt den so nicht. Hm. Oder ich muss da oben an dieses rote komische Teil ran. Ob ich da hochklettern kann? Nee, nicht umkippen, nicht umkippen! Okay. Ich guck mal, ob ich hier im Wasser noch was anderes finde. Aber ich glaube nicht. Hm, was mache ich denn da? Ich denke mal, ich muss den Stab da oben in dieses komische orange Ding da pieken. Oder muss ich hier, wie heißt das? Stabhochsprung machen? Ah. Tja, Hundis.
Leckt mich! Was wollt ihr denn? So, pass mal auf, ich muss, glaube ich, das Stöckchen nochmal mitnehmen. Und das da auf das Teil raufpacken, dass ich damit nach oben fahren kann. So. Ab nach oben. Und ab nach unten. Wir haben wieder einen Arm verloren. So, wie kriege ich die Tür da auf? Gar nicht. Hm. Die Leiter komme ich auch nicht hoch. Ach, guck mal da. Ja gut, dann muss ich mal warten, bis der die Tür da hinten aufmacht. Komm schon, trau dich. Ja, mach mal. Ich mach nichts. Okay, super. Danke, mein Freund. So, dann quetschen wir uns mal durch. Ich möchte aber nicht in die Luke da rein, aber ich glaube, ich muss in die Luke rein. Gut. Wie soll ich denn da durchpassen? Das ist schon ein sehr verrücktes Spiel. So, die Tür kriege ich nicht auf. Ich denke, das Ding kann ich mir ja mitnehmen. Okay, das kann ich mitnehmen und werfen. Aber irgendwas muss ich dann da oben drin werfen. Ich, ach, warte mal, es klingt so, als würde da oben Gas ausströmen. Ich denke mal, ich kann das Ding hier irgendwie anzünden. Okay. Gut geraten, Sherlock. So, dann fege ich mal hier durchs Wasser. Ich kann es mir nur so erklären. Es klang wirklich, als wenn da oben Gas austritt. Und das ist dann eine Holzkiste und hier haben wir so einen Verbrennungsofen. Na? Der zuppelt schon wieder so komisch. Och, Leute. Oh, heiß, 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 heiß. So, jetzt schön aufpassen, dass ich... Na, super. Okay. Die Sprinkleranlage ist angegangen, aber ich glaube, ich müsste hier nochmal... das Spiel kurz beenden und nochmal neu starten, damit dieses olle Gezuppel da aufhört. Gut! Ich hoffe, er speichert hier relativ in der Nähe. Wie spät haben wir es? Wie weit muss ich? Na gut, ich beende mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, da bin ich wieder neu gestartet und das Spiel ist nicht mehr am ruckeln. Das ist merkwürdig, ist das. Okay, ich öffne mal in die Luke. So, ich muss aber aufpassen, habe ich ja im letzten Abschnitt gemerkt. Wenn ich... Och, was macht denn dieses Vieh hier? Wenn ich das anzünde, dann geht die Sprinkleranlage los. So, also nicht zu nah. Scheiße, wie geht denn die aus? Wie komme ich dann da jetzt vorbei? Kiss wieder an. So, die lasse ich mal hier liegen. So, irgendwo muss ich da die Sprinkleranlage hier ausschalten können. So, da oben sind schon die ganzen Schaulustchen. Ist hier nicht irgendwo was gewesen, wo ich das Wasser abdrehen kann, weil ich glaube, sonst komme ich da nicht durch. Mist. Wie komme ich da vorbei? Muss ich das da oben rüberschmeißen eventuell?
Ah ja, gucke mal, gucke mal, gucke mal. Fang, 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 fang. Okay. Super. Komm, komm, komm. Ich bin so ein toller Typ. Also jetzt, dieses Mulm-Ding da. Hier diese olle Figur. Also, Gebilde. Ihr wisst, was ich... Ja, das da. Okay, und es werde Licht. Na, da kommt die ganze Rumpel reingefallen. Gut, gut. Ich habe übrigens mal geguckt, jetzt eben beim Laden. Ich bin dann wohl im letzten Viertel. Okay. So, wie komme ich da jetzt hoch? Ich muss dieses Teil da irgendwie steuern. Aber da komme ich nicht ran. Und ich komme auch nicht mehr aus diesem Körper raus. Das heißt, ich muss mir jetzt hier noch irgendwas... Aha, gucke mal, schau. Dann nehme ich dieses Wägelchen mit. Oder diese beiden Wägelchen. Ich werde dann mal zu diesem komischen Kran da hochschwingen. Da oben gucken sie blöde. Die Geräusche sind der Hammer. Und los geht's. Komme ich noch nicht ran. Dann nochmal. Nochmal ordentlich Schwung holen. Und los geht's. Zack. So kann man's machen. Jetzt sind wir nämlich der, der verfolgt und nicht der, der verfolgt wird. Sind wir zwar eine ganze Weile schon, aber hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Bis ich es realisiert habe. Okay. Ach, gut. Ich muss das Ding da wohl mal ganz ranschieben. Na, nur schieb. So, wie sie alle gucken, ja. Okay, so hoch komme ich nicht. Ich setze das mal hier unten ab. Aber ich glaube... Ich glaube, das kann ich gar nicht ziehen da dran, oder? Da bin ich irgendwie motorisch ja nicht in der Lage für. Oder ich schmeiß das einfach mal da oben gegen. Aber bei denen passiert nichts. Ich gehe mal oben rauf und gucke mal, ob ich dann doch irgendwie daran ziehen kann. Setz das mal ab. Nee, ich kann nicht dran ziehen. Ich kann mal versuchen, die Leute da oben abzuwerfen. Ah, danke schön. Das nennt man... Scheiße, ich war zu langsam. Okay, dann machen wir es gleich nochmal. Hier, bitte für euch. Danke. So, das schmeiße ich dann mal nach oben. Durch, komm, 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 komm. Haarscharf. So, eine ganze Menge Leute. Wollen die mich da jetzt locken? Klar, im Hintergrund die ganze Kompanie. Ich glaube, die spielen mit mir. So, pass auf, ich bleib mal jetzt hier drauf stehen. Genau aus dem Grund.
haben sie mich nämlich geködert. Ich kann mich bewegen. Ich blobbe mich nach unten und sitze fest. Gut, dann versuche ich mal da. Hier sieht es ziemlich brüchig aus. Oder auch nicht. Kann ich ja mal versuchen, den Deckel hier rauszureißen. Hä, wie geht's denn hier weiter? Ah, guck mal. Ich ruppe einfach das Teil hier auseinander. Und da komme ich doch bestimmt irgendwo raus. Gut, dann nehmen wir mal alles auseinander. Vielleicht sehen wir dann irgendwo eine Lücke, wo wir ausbrechen können aus diesem ollen Wassertank. Ah, guck mal da, ist ein Lüftungsgitter. Das haben die feinen Herren beim Bau wohl nicht bedacht. So, süße Freiheit wieder mal. Die Fische. Ich schwimme mal nach oben. Dem Licht hinterher. Wo ich bezweifle, dass die Sonne das sein soll. So, es ist ruhig. Dieser Riesenpopel. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt gen Ende traben. Okay, ich nehme mal nochmal Anlauf. Ich denke, durch diese Bretter, da kann ich durchrennen. Na bitte. Ah, guck mal. Wir rollen den Berg hinab und sind auf jeden Fall aus dieser hässlichen Fabrik raus. Wir sind am Wasser. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? War es das? Ich kann mich nicht bewegen. Aber die Kamera bewegt sich noch. Auf jeden Fall schwenkt sie aus dem Bild jetzt raus. Also sie wird immer entfernt sich, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ja, habe ich, glaube ich, bestimmt in der ersten Folge nicht erwähnt. Das Spiel kam quasi heute raus. Heute ist der 7.7. zum Tag der Aufnahme. Ihr werdet es weitaus später sehen. Ich habe ja so einen merkwürdigen Uploadplan, aber wie gesagt, zeitlich schaffe ich es nicht anders, weil ich ja nebenbei noch arbeiten bin. Und das war's. Das Spiel kostete am 7.7. 19,99 €. Es ist voll wert. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gespielt habe. Ich glaube, ja, so knapp 3 Stunden ungefähr ging es. Ja, man hat eben. Auf jeden Fall kann der Entwickler es nicht abstreiten, dass er, dass es derselbe ist, der Limbo gemacht hat, weil man von der Spielmechanik her und so weiter war es eben genau das Gleiche. Bloß eben ein bisschen farbiger und ein bisschen schönere Rätsel, bin ich der Meinung. Und so an sich, cool, kann ich nur empfehlen. Hat Spaß gemacht. Und wenn dir das Zugucken auch Spaß gemacht dann kauft dir das Spiel, spielt selber und vor allen Dingen lasst eine Bewertung da. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Spiel. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar vorrätig. Das habe ich eigentlich nur zwischengeschoben hier. Ich wollte eigentlich ursprünglich was anderes spielen. Das wird dann wohl jetzt kommen. Okay, dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen und fürs Bewerten und fürs Kommentieren, wenn ihr es gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Spiel. Und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.